Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Flash Contest. Ich bin die und vorweg, bevor wir mit unserem Projekt hier in dieser Folge anfangen, will ich ein paar Dinge sagen. Zum einen, I'm sorry, die Folge kommt etwas spät, ich weiß, aber ihr kennt es ja selber, an Silvester kann man nicht genau Mitternacht dann pennen gehen, sobald man angestoßen hat. Nein, dann wird noch kräftig geschossen, dann wird noch Garage gefeiert und so weiter. Deswegen bin ich auch heute relativ spät erst aufgestanden, dann noch aufräumen und so weiter und so fort. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ab morgen werden die Folgen dann wieder Mittag kommen. Da wird dann auch, oder obwohl, morgen könnte es sein, dass sie sogar doch noch ein bisschen später kommt, denn die XXL-Folge konnte ich heute noch nicht aufnehmen. Dafür bin ich, um ehrlich zu sein, auch noch ein bisschen zu fertig. Deswegen wird die morgen aufgenommen. Also wie dazu. Dann zweitens würde mich mal interessieren, wie seid ihr reingerutscht? By the way, ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich finde es auch allgemein krass, ich gehe heute in der Früh in Facebook, beziehungsweise in Facebook, in YouTube rein, gleich mal, was waren das, ich glaube 13, 14 Nachrichten mit frohes Neues und so weiter und so fort. Eine Abonnentin hat mir auch ein Foto geschickt mit ihrer kleinen Tochter. Also sowas finde ich echt süß, deswegen liebe ich einfach YouTube zu machen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch länger weiterratschen, wir gehen jetzt erstmal noch hier schnell rein, dann könnt ihr hier ein paar Videos sehen. Und diesmal will ich nämlich hier auch das Psycho-Team ein bisschen durchtesten. Den kommen die hier rein. Hier oben machen wir jetzt einfach mal Zigarre rein. Just for fun. Und jo. Supporter-Pokémon kommt ganz oben. Unser Regigigas. Zweite Stelle kommt. Ja. Machen wir es so. Und hier unten kommt Ding rein. Genau. Dann starten wir jetzt einfach mal direkt. Aber ne, wie gesagt, das finde ich cool. Das liebe ich einfach, weil es ist halt, du hast so viele Vorteile. Beispiel, wenn du ein Online-Spiel spielst, dann hast du gleich ein paar Leute, mit denen du zocken kannst, ohne dass du schauen musst, dass du Leute ranholst. Oder auch eben so die einzelnen Persönlichkeiten hinter den ganzen Abonnenten, hinter den ganzen Kommentaren zu sehen, mitzubekommen, wie die sind, oder wie ihr seid, besser gesagt. Das finde ich persönlich richtig schön und ja, deswegen freut es mich auch, jetzt hier nach einem halben Jahr immer noch weiterzumachen. Ja, ich finde es einfach geil. Aber ja, dann will ich auch noch sagen, Facebook, da habe ich jetzt schon länger nicht mehr bei den Nachrichten durchgeschaut, denn ihr kennt, ihr wisst es ja, ich lade jeden Tag Videos hoch, was bedeutet jeden Tag aufnehmen, jeden Tag hochladen, jeden Tag bearbeiten und das 7 Tage die Woche. Da bleibt nicht viel Zeit für Familie, für Freunde oder gerade wenn solche Events sind oder hier zum Beispiel Silvester, Heiligabend, whatever. Dann muss ich schauen, dass ich jetzt alles unter einen Hut bekomme und deswegen habe ich jetzt Facebook mal ein bisschen zurückgesteckt, um mich hier mal so auf Silvester und das Ganze zu konzentrieren. Jetzt hier 2018 wird es natürlich jetzt wieder anders, ist ja klar. Und deswegen, lieber Dennis, nein, ich habe dich nicht vergessen. Keine Sorge, ich habe dich hier sogar gerade auf meinem Bildschirm. Man kann deine Nachricht lesen mit Hey, frohes Neues und das wünsche ich dir auch. Ja. Okay, was kann ich noch sagen? Kann ich noch irgendwas sagen? Wie seid ihr so eigentlich jetzt, wie geht's euch so jetzt einen Tag nach Silvester? Weil ich zum Beispiel, mir geht's relativ gut. Gestern auch nicht so viel getrunken, heute den ganzen Tag, oder jetzt schauen wir gerade, also ich mit meiner Mutter, meiner Schwester, Detektiv Conan, kommen heute vier Filme und ja, ich kenn's auch aus meiner Kindheit und keine Ahnung, was das für ein Ton war. Kenn's auch aus meiner Kindheit und ja, ich mag's einfach, ich liebe es. Ah, cool, ein neuer Kommentar, sehr schön, lieber Stefan. Aber ja, deswegen interessiert's mich mal, wie ihr so eure Zeit verbracht habt. Was ihr so macht, ob ihr viel geschossen habt, was es zu essen gab und so weiter und so fort. Würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen was in die Kommentare packt oder auch in Facebook schreiben von mir aus. Dann auch E-Mail wollte ich noch sagen. An und für sich, ja, wenn ihr kein Facebook habt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben. Aber bei den E-Mails, da schaue ich, weil halt alles als E-Mail verpackt wird. Also sowohl ein neuer Kommentar als auch neue Folge hochgeladen, dann noch ja, Antworten auf den Kommentar und so weiter. Ich habe teilweise bis zu 100 E-Mails und da eine bestimmte zu finden. Ist sehr schwer jetzt momentan, ich schau mal nach. Bam, bam, das können wir gleich machen. So. Schauen wir doch mal, wie viele habe ich denn? 775. Und da, wie gesagt, wenn ihr mir da schreibt oder mich nicht rechtzeitig informiert, dann kann es sein, dass es hier ganz schnell mal in Vergessenheit gerät. Deswegen tut es mir leid. Wenn ihr mir eine E-Mail geschrieben habt, dann einfach nochmal in die Kommentare schreiben oder mich nochmal versuchen zu informieren, damit ich da auch nachschaue. Ihr könnt aber auch, wenn ihr auf meinem Kanal seid, also wenn ihr ja so auf der Startseite seid, dann könnt ihr auch bei Kanalinfo, wenn mich nicht alles täuscht, da müsst es die Schaltfläche geben, dass ihr mir eine Nachricht sendet. Aber falls sich jemand da besser auskennt, weil ich kann das leider bei mir nicht einsehen,
Deswegen würde ich mich freuen, weil da könnt ihr mir auch eine Nachricht schreiben, da schaue ich dann ab und zu rein. Ist dann für euch, denke ich, auch einfacher. Aber bitte wirklich nur die, die kein Facebook haben. Denn wenn ich da alles mit Nachrichten vollklatscht, hat man das genau dasselbe wie bei E-Mail, dass irgendwas in Vergessenheit gerät. So, und jetzt glaube ich, habe ich alles gesagt. Mehr fällt mir nicht ein. Oh, da gibt es doch irgendwas. Nö. Nö, ich glaube, wir sind durch. Und sehr schön, sie ging gerade auf mein Zigarre. Das hier wird auch nur eine kurze Folge. Und vielen Dank. Ich freue mich jetzt auch dann schon richtig auf die XXL-Folge, auf den neuen Modus. Ich muss mal sagen, ich habe jetzt nicht so häufig daran teilgenommen, weil es einfach auch zeitintensiv ist und mir fehlt einfach jetzt bald einfach die Zeit. Deswegen leider nicht so viel Zeit genommen, aber in der XXL-Folge können wir richtig schön durchrasieren, können wir mal schauen, was wir so reißen können. Ich habe auch schon ein paar Teamvorschläge, da habe ich ja gesagt, dass ich die hier behandeln werde. Ich schaue mal einfach jetzt gleich nochmal nach. So, Autofight. Okay, wo habe ich das gespeichert? Bam, bam. Nein, das war das falsche Dokument. Da müsste es dran sein. Genau, Zapdos, Voltrian, Kaporiki, Ash, Pikachu, so eine Mischung daraus. Yogre, Celebi, Ash, Quajutsu, Regieis, Sumpek, also ein Wasserteam mit Alternativen für Arceus. Wunderbar, können wir auch gerne testen. Und Beginner-Team. Finde ich super. Ich habe ja, glaube ich, noch den Screenshot oder in einem anderen Video habe ich ja gemacht. Dann kann ich die Teams wieder einstellen, denn jetzt wurde erstmal alles resettet. Wenn ihr aber auch noch Fragen habt, Tipps habt, welche Pokémon ich testen kann, welche ihr sehen wollt, dann in diesem Modus werden ja alle auf Stufe 50 gedroppt, was bedeutet, ich könnte auch zum Beispiel ein Kyogre, Grodon und Vulkanion Team machen. Aber wenn ihr irgendwas zum Beispiel auch eine krasse Kombination gesehen habt, die euch richtig zerlegt hat, können wir sie mal testen, ob sie wirklich so gut ist. Und ja, schauen wir doch einfach mal. So, aber das war's jetzt. Ich will jetzt hier nicht in der ganzen Folge labern oder euch den ganzen Tag voll labern. Wir sind jetzt bei 7 Minuten. Jetzt würde ich sagen, wir testen hier noch ein bisschen hoch. Wir rasieren noch mal ein bisschen. Und es würde sich auch gewünscht, mal die Top 50 auf dem Server anzuschauen oder dagegen zu kämpfen. Kann ich jetzt natürlich nicht ganz machen, weil da müssen sie meiner Freundesliste sein oder hier zufällig über den Weg laufen. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was wir hier finden. Und das ist asozial. Egal. Nein, nicht N. Schauen wir doch einfach mal Godrek. Was unser Psycho-Team da ausrichten kann mit seinen 6,2 Millionen. By the way, ihr seht schon, shiny und shiny. Gestern noch gemacht. Aber hier auf alle Fälle, der Speed von unserem Milotic muss deutlich zunehmen. Und zwar deutlich. Da nochmal einschläft. In diesem Team hier ist halt Selfe wirklich nervig, denn Selfe. Hier, wie ihr unten sehen könnt, die Attacke hier können wir gerade nicht einsetzen, die hier können wir nicht einsetzen. Das ist eben der Vorteil von Selfie, dass wir eben bestimmte Attacken nicht einsetzen können. Eine wird von jedem Gegner jetzt mal gesperrt. Und das zeichnet sich so aus, dass wir eben das nicht einsetzen können. Sehr, sehr schade. Aber jetzt schlafen wir erstmal die Kühe und wir können uns auf Selfie konzentrieren. So, hier ein bisschen Schilde wegmachen. Nein, wir haben sie ja aufgeweckt. Ganz vergessen. Haben wir die Kyurems aufgeweckt. Okay, Mebo habe ich selber keine Blaze Metal hernehmen. Aber Deoxys hält momentan noch ganz gut durch. Wir müssen jetzt langsam Regigigas wieder einsetzen, bevor wir verrecken. Come on, come on, nein. Unser Deoxys ist leider down. Ah, weil wir einmal die Blaze Metal eingesetzt haben. Das ist so ärgerlich. Tatsächlich, das Kyurem-Team ist gar kein Problem für das Team hier. Da können wir jetzt mal beweisen. Nein, wir können ja nicht angreifen. Da, schön einschlafen. Gute Nacht, meine Kinder. Gut, dass dadurch, dass sie Damage bekommen, bringt jetzt hier auch Regigigas dem Gegner nichts. Jetzt wecken wir sie nicht nochmal auf. Außer Whitekirin. Ja, wieso mache ich... Ach ja, die scheiß Schilde. Aber hey,
wir halten immer noch ganz gut durch. Ah ja, das ist der Grund, wieso ich hier eigentlich selten die Top 50 herausfordere. Denn unsere Top 50 auf dem Server ist asozial. Die sind stark, die sind schlau, die haben Ahnung. Und deswegen dauert das ja einfach immer 10 Jahre. Okay, dann gehen wir jetzt auf Black hier. Nein, natürlich fängt das ganze Schild alles ab. Oh man. Aber ja, ich würde auch sagen, wir sind jetzt bei 10 Minuten. Das, was ich eigentlich mit dieser Folge vorhatte, hier ein bisschen Psycho-Team-Action und ein bisschen labern, habe ich gemacht. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach morgen wieder bei der nächsten Pokémon-Folge oder später bei der nächsten Digimon-Folge, wer dann Bock drauf hat. Ich weiß natürlich, wie gesagt, die meisten sind jetzt nicht so die Digimon-Fans oder Pokémon-Digimon ist ja jetzt eher nicht. Unterschiedliche Lager sind es ja. Aber ja, für mich als Zocker geht beides. Ich habe gegen beides nicht. Und jetzt, weil wir Whitecuren besiegt haben, jetzt kann ich nicht aufhören. Geht doch nicht. Da kann man nicht aufhören. Okay, aber jetzt, wo mich selber wieder nervt. Na, ich würde sagen, den Kampf vertagen wir. Ich mache mir jetzt auch schnell ein Screenshot. Jawohl, das war er. Und jetzt beenden wir das, denn den werde ich auf alle Fälle noch zu Ende führen. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Nimmt es mir nicht. Also no hate bitte, weil ich ein bisschen zu spät dran bin heute. Die Tage wird das Ganze wieder eingepellt. Vielleicht morgen nicht, wie schon erwähnt. Wegen der XXL-Folge muss noch aufgenommen und hochgeladen werden. Das kann bis zu 3-4 Stunden dauern. Und ich weiß natürlich nicht, wie ich jetzt morgen aus dem Bett komme. Deswegen no hate. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Genießt den Feiertag noch. Mit eurer Familie, Freunden, alleine. Wie ihr den Bock drauf habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.